Nein, das ist keine finnische Seenlandschaft, sondern Hochwasser in Niederbayern. Besonders betroffen neben der Drei-Flüsse-Stadt Passau ist immer noch der Landkreis Deggendorf, in dem sich die Donau ihren Weg teilweise frei bahnt. Entlang der Autobahn A3 verwandelte sich die Landschaft in ein unübersehbares Wassermeer. Stundenlang versuchten hunderte Einsatzkräfte, den Damm entlang der Autobahn zu verstärken, doch es gelang ihnen nicht. Am späten Dienstagnachmittag musste der Deggendorfer Stadtteil Fischerdorf evakuiert werden. Auch auf der Autobahn stand das Wasser. Die A3 musste zwischen Kreuz Deggendorf und Hengersberg gesperrt werden. Lange Staus bildeten sich in Richtung Süden. Südlich der Autobahn, im Bereich der Isarmündung, zeigten sich aus der Luft diese Bilder. Flussabwärts Richtung Niederalteich gab es ähnliche Überflutungen. Die Mühlhammer Schleife bei Osterhofen war als solche nur noch zu erahnen. Mittendrin ein überschwemmter Bauernhof. Auch bei Winzer hat die Donau ihre schockierenden Kräfte gezeigt. Langsam entspannt sich dagegen die Lage in Passau. Der Scheiblingsturm steht zwar immer noch tief im Inn, die Ortsspitze als solche ist immer noch von Wassermassen begraben. Aber am Ilsdurchbruch ist zumindest wieder eine Straße sichtbar. Verheerend ist dagegen die Lage donauabwärts. Die B388 in Richtung Obernzell ist teilweise noch komplett unter Wasser. Der Ort Erlau kämpft währenddessen gegen Schlamm und Wasser. Das Hochwasser in Niederbayern ist noch nicht vorbei, denn noch nicht alle Pegel sinken.